Okay, in einem anderen Video haben wir uns bereits über Graphen unterhalten. Wie finde ich einen Weg oder wie kann ich feststellen, ob ein Weg zwischen zwei Knoten in einem Graphen existiert, beziehungsweise auch die Abbildung eines Graphen als Adjazenzmatrix oder Adjazenzliste. Nun hier ein praktisches Beispiel zur Überprüfung, ob ein Pfad zwischen zwei beliebigen Knoten in einem Graph existiert, und zwar wenn dieser zyklenfrei ist. Und rein machen wir es gleich mit potenziellen Zyklen, damit der auch immer und überall funktioniert. So, wir haben hier einen Graphen abgebildet in JavaScript, in diesem Fall als Adjazenzliste. Hier ist der Graph und im ersten Element gibt es eine Verbindung zwischen 3 und 5, der zweite Element eine Verbindung zu 6. 1, 4, 1, 5, 6 und so weiter. Also das ist der Graph, den wir auch in den anderen Beispielen bereits hatten. Also was wir machen wollen, ist eine Function hasConnection, also existiert eine Verbindung zwischen, und jetzt müssen wir übergeben, einerseits den Graph, andererseits den Startindex, andererseits natürlich auch oder einfach nur Start und Target. So, also die erste Überprüfung war oder ist, gibt es bereits eine direkte Verbindung zwischen Start und Ziel? Also f Graph an der Stelle Start Index of Target größer minus 1. Ja, wenn ich mir den Startknoten ansehe, angenommen das ist die 1 und das Ziel ist die 6, dann gehe ich in die 1 rein und sehe in diesem Array, frage in diesem Array nach, an welcher Stelle steht, welchem Index steht dieses Ziel. Wenn das minus 1 ist, dann ist das Element nicht gefunden worden. So, jetzt haben wir hier natürlich einerseits richtige Zahlen drin stehen, auf der anderen Seite aber doch den Index. Das heißt, wir können hier nicht mit Start arbeiten, sondern const Startindex ist gleich Start minus 1. So, wenn das der Fall ist, dann gibt es eine Verbindung Return True. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir alle Nachbarn fragen, ob die eine Verbindung haben. Also for let i gleich 0, i kleiner Graph an der Stelle Startindex. Alle meine Nachbarn suchen. Length i++. Und nun fragen wir den Nachbarn, ob dieser eine Verbindung hat. Also f hasConnection. Und zwar vom Nachbarn, das ist jetzt Graph an der Stelle Startindex. Und zwar das, der it-Nachbar zum, ups, als erstes muss der Graph rein, Graph, dann der Startindex und dann das Ziel, Target. Wenn das der Fall ist, return true. Ansonsten, wenn die Schleife durchlaufen ist, ohne dass irgendjemand eine Verbindung zum Ziel hat, return false. So, das funktioniert soweit, nur muss jetzt der Graph zyklenfrei sein. Da wir uns sonst in eine Endlosschleife laufen könnten. Im Video wird erklärt, wenn wir einen Graphen haben, der nicht zyklenfrei ist, dann brauchen wir zusätzlich ein Array mit visited, in welches wir reinschreiben, welche Knoten wurden bereits besucht. Und das erste, was wir hier machen, ist, wir sagen, okay, visited an der Stelle Start ist gleich true. Und wir fragen nicht nur, ob der Nachbar eine Verbindung hat, wir fragen auch ab, nur wenn dieser Nachbar noch nicht gefragt wurde bisher. Also nur wenn visited an der Stelle i gleich gleich false und eine Verbindung vorhanden ist. So, damit müssen wir jetzt auch zyklenfrei sein. Gut, dann wollen wir es testen und aufrufen. Also hasConnection von Graphen von
1 nach 6. So, und wir müssen natürlich auch das Visitory mitgeben. Das ist noch leer. Console.log has come. Testen wir das. Nein, es gibt keine Verbindung zwischen 1 und 6. Da ist ein Bug. Gut, dann bessern wir noch ein paar Fehler aus. Hier in der Rekursion müssen wir natürlich übergeben das Array visited. Zusätzlich ist hier natürlich nicht das Kind i, das spannend ist, ob schon besucht wurde, sondern das Ziel, das Zielelement. Und das Zielelement, also der Nachbar sozusagen, ist ja das hier. Gut, dann testen wir das mal. Keine Verbindung. So, es ist hier nicht for, sondern undefined. Wir leben ja in JavaScript, da ist alles ein bisschen anders wie in anderen Sprachen manchmal. Und jetzt kommt true raus. So, eine Verbindung zwischen 1 und 6 existiert also. Deswegen eine weitere Verbindung console.log. Zwar von 1 nach 5 oder von 5 nach 1, hier existiert keine. Has Connection, Graph von 5 nach 1, leeres Visited Array, gibt es keine Verbindung. Von 5 nach 2 allerdings, gibt es eine Verbindung. Okay, durch dieses Visited Array funktioniert der Algorithmus auch, wenn Zyklen vorhanden sind im Graphen und wir laufen keine Endlosschleife. Also alles gut. Ob ich hier einfach ein leeres Array so übergebe oder sage New Array, ist in JavaScript egal. Okay, vielleicht auch noch in einer anderen Programmiersprache, schreibt es in die Kommentare, wenn es wollt, beziehungsweise wenn es darum geht, okay, wie viel Hops hat jetzt eine Verbindung, nicht nur ob ein Weg existiert, sondern wie lang ist der, was ist der kürzeste Weg etc., können wir das Beispiel noch gerne ausbauen. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachbauen und viel Erfolg. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.